Hallo und herzlich willkommen bei UbiTested. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute habe ich etwas richtig Besonderes für euch. Und ihr seht es schon, es steht hier das legendäre Black Cab oder auch London Taxi genannt. Ja, tatsächlich, ich fahre heute mit und für euch ein London Taxi. Ich habe zwar leider keinen Chauffeur gefunden, der mich heute durch die Gegend fährt, aber nichtsdestotrotz, seid heute einfach mein Gast, nehmt bei mir Platz und lasst euch ein wenig informieren rund um dieses traditionsreiche Fahrzeug, was im Grunde eigentlich eher für den kommerziellen Zweck gedacht ist, nichtsdestotrotz aber jetzt auch mehr Richtung Privatnutzung hin ausorientiert werden soll. Warum und wie so das der Ganze der Fall ist und wie das Ganze überhaupt zustande gekommen ist, dass ich jetzt hier London Taxi fahre, erfahrt ihr jetzt alles in diesem Video. Genauso wie alles rund um das London Taxi. Wie viel Platz bietet es? Was für einen Antrieb haben wir hier unter der Haube? Wie fährt es sich natürlich? Und am Ende wollen wir natürlich auch wissen, was kostet der ganze Spaß? Auch inklusive Verbrauch. Und wenn euch das Ganze jetzt interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr mein Gast heute seid und jetzt dem Video auch noch einen Like gebt. Wenn euch das Ganze gefällt, den Kanal abonniert, falls nicht schon getan. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit mir, dem Ubi und dem LEVC TX. Man braucht im Grunde genommen gar nicht in London gewesen zu sein, um diese Fahrzeuge irgendwo zu kennen. In jedem Spielfilm, der irgendwo in Großbritannien spielt, sieht man mindestens einmal ein London Taxi. Es sind absolut, ja, traditionsreiche Fahrzeuge, die auch speziell für den Innenstadtbereich London entwickelt wurden, die auch rein als Taxifahrzeuge entwickelt wurden. Über Jahrzehnte hinweg war das Black Cab absolut State of the Art. Allerdings hat sich dann die Firma doch irgendwo verworfen, denn rein mit dem Taxigewerbe hat man dann wohl einfach nicht genügend Geld verdient. Und so war es dann auch, dass dann vor ein paar Jahren die Firma leider Konkurs anmelden musste und sie wurde aufgekauft vom chinesischen Geely-Konzern. Geely, vielleicht der ein oder andere ja schon mal gehört. Dazu gehören uns bekannte Marken wie Link & Co. oder aber Polestar sowie natürlich die Marke Volvo. Und dass das gar nicht mal so abwegig ist oder dass man da auch die ein oder andere Parallelität erkennt, das werden wir heute auch noch feststellen. Aber kommen wir erst einmal zu unserem Black Cab zurück. Wie wir sehen, die Machart ist komplett traditionsbehangen. Wir haben diesen typischen Kühlergrill, der hier auch wirklich noch ein Kühlergrill ist. Wir haben sehr große Scheinwerfer, die aber hier aus Voll-LED sind. Wir haben auch LED-Tagfahrlicht. Wir haben ein traditionsreiches Logo hier oben untergebracht und ich denke mal, das ist so die typische Sache, gerade direkt an der Front erkennt man das London Cab sofort oder London Taxi bzw. Black Cab. Wir sehen schon hier, im Kühlergrill ist E-City untergebracht, denn das London Taxi hat einen speziellen Antrieb und zwar haben wir, es ist ein Elektrofahrzeug, deswegen natürlich auch die Elektro
Erkennung, aber nicht rein elektrisch in dem Sinne, denn wir haben hier noch einen Range Extender verbaut. Der Range Extender sitzt hier unter der nicht zu öffnenden Motorhaube. Das ist ein 1,5 Liter Motor von Volvo, der 91 PS leistet und 160 Newtonmeter Drehmoment, also leistungsreduziert bzw. optimiert darauf, dass er eben genügend Energie für die Antriebsbatterie speisen kann, denn er treibt nicht die Vorderachse an, ansonsten wäre es nämlich auch kein reines Elektrofahrzeug. Wir haben auch hier die Ladeanschlüsse sehr clever untergebracht. Die sind hier hinter den großen Klappen. Wohlgemerkt, es gibt sowohl auf der rechten Seite hier einmal einen Shademo-Anschluss, also den asiatischen Anschluss, den man sicherlich in London eigentlich nicht unbedingt benötigen würde. Und es gibt hier den Typ 2 und CCS-Anschluss. Was haben wir denn hier für eine Batterie verbaut? Wir haben einen Elektromotor, der an der Hinterachse sitzt und auch diese antreibt. Dieser leistet 110 kW und 260 Newtonmeter Drehmoment. Das ist nicht viel, zumal das Fahrzeug auch eine höhere Gesamtmasse hat von über 2,2 Tonnen. Dann, die Batterie sind 31 Kilowattstunden und wir können sie über den CCS-Anschluss, nutzbare Kapazität 24,2 Kilowattstunden, von 0 bis 80% in 25 Minuten wieder aufladen. Und wir haben die Möglichkeit noch mit einem optionalen 22 kW Onboard Charger das Ganze einfach auch in gut einer Stunde komplett zu erledigen. Dann ist die Batterie auch wieder schön voll. Reichweite, na gut, okay, WLTP 101 Kilometer, in der Realität würde ich mal sagen, bewegen wir uns zwischen 80 und 90 Kilometer, ist nicht viel, aber für einen Taxifahrer ist das auch völlig ausreichend und wie gesagt, wenn er mal aus dem Londoner Stadtgebiet rauskommt, hat er ja noch den Verbrennungsmotor, der hat dann auch nochmal einen entsprechenden Benzintank dabei und somit gibt sich dann eine kumulierte Reichweite von rund 350 Kilometern in der Praxis. Nicht nur an der Front ist unser London Taxi sofort als solches zu erkennen, nein, auch wenn man sich die Seitenlinie hier anschaut, würde ich mal sagen, erkennt jeder sofort dieses Fahrzeug. Die riesigen Fensterflächen sorgen für einen unheimlich tollen Effekt im Innenraum, viel Licht, gute Aussicht. Wir haben auch ein Glasdach für den Passagierraum. Und dann haben wir hier 17 Zoll Räder mit Stahlfelgen, die so ein bisschen ja, matter sind. Und dann haben wir hier noch so Chromzierrad außenrum und in der Mitte. Das sind aber nur Verblendungen, um das Ganze noch ein bisschen traditionsreicher zu wirken. Viel Chrom, wie wir sehen. Natürlich auch diese riesige Chromleiste hier, welche die Türgriffe beinhaltet. Hier vorne lässt sich die Tür zwar nicht im 90-Grad-Winkel öffnen, dafür aber die sogenannte Suicide Door, die gegenläufig zu öffnende Tür, öffnet hier wirklich im 90-Grad-Winkel, gibt einen großen Ausschnitt frei, um dann hier den Fahrgastraum zu betreten. Es gibt sogar eine behindertgerechte Version, wo dann eine Rampe ausgeklappt werden kann. Also hier denkt man wirklich komplett weit für den kommerziellen Bereich. Das Fahrzeug ist 4,86 Meter lang, 1,88 Meter hoch und hat eine Gesamtbreite von 2,04 Meter sowie einen Radstand von 2,99 Meter. Wie wir das sehen, sind es auch wirklich eine richtig ausladende Abmessungen. Wir haben einen kurzen Vorderhang, Überhang an der Front und auch einen sehr knappen Überhang am Heck. Dass wir keinen traditionellen Kofferraum haben, das werden wir jetzt gleich erst einmal sehen. Denn hinter dieser Klappe, die eigentlich für die Kofferraumklappe gedacht sein sollte, wenn wir sie öffnen, sehen wir, da ist nicht wirklich viel Platz, um irgendwelches Gepäck von Reisegästen oder Fahrgästen mitzunehmen. Hier haben wir ein vollwertiges Reserverad untergebracht, das Ladekabel Typ 2, einmal Verbandsmaterial und einen Wagenheber. Sowie dort hinten im Eck ist dann die 12 Volt Starterbatterie untergebracht. Also hier bringt man nicht wirklich was unter, es sei denn, man wirft eben das Reserverad raus. Aber Reisegepäck eher weniger. Was ich am Heck auch wieder sehr schön finde, wir haben auch hier eine große Glasfläche. Wir haben keine Stabantenne, sondern da oben ist dann auch eben so eine kleine Finne untergebracht. LEVC steht hier groß unter auf den Buchstaben, auf diesem Heckdeckel, sowie das TX für die Taxivariante. Und wie gesagt, es gibt dann auch noch einen Kastenwagen.
Und diese Rückleuchten sind natürlich auch traditionell in ihrer Form, aber erinnern mich persönlich so ein bisschen an Rolls-Royce. Auch diese Voll-LED-Technik macht das Fahrzeug dann nochmal deutlich moderner und exklusiver. Und hier sehen wir auch so eine kleine Aussparung. Und für so kleine Kennzeichen finde ich natürlich auch irgendwie ganz witzig, könnte man also auch in den USA ganz gut einsetzen. Doch kommen wir nun zum eigentlichen Gepäckabteil. Wie gesagt, am Heck nicht genügend Platz. Im Fond macht es gar keinen Sinn im Passagierraum, aber auf dem Beifahrerraum, da gibt es natürlich Sinn. Weil wenn wir da reinschauen, dann sehen wir, hier fehlt nämlich auch der Beifahrersitz. Das Ganze ist auch hier in Kunststoff ausgekleidet und bietet den sogenannten Kofferraum. 440 Liter sollen hier hineinpassen. Für Familien ist das allerdings nicht sonderlich praktisch, muss man ganz ehrlich sagen. Das muss ich als Familienvater gleich sagen, der das Fahrzeug so genutzt hat. Denn wir können zwar Einkäufe und Ähnliches da reinbekommen, aber so wirklich ein großer Kinderwagen passt da nicht rein. Und ich wollte es jetzt auch nicht erzwingen, nicht, dass man hier irgendetwas im Fahrzeug demoliert. Ich denke mal, dem einen oder anderen Taxifahrer wird es dann vielleicht auch eher zum Problem werden. Ich weiß nicht, wie das in London gelöst ist. Solltet ihr aber in London mit einem Cab schon gefahren sein oder eben mit dem LEVC, schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Der Zustieg, wie schon erwähnt, erfolgt durch eine sehr große Tür, die eben im 90-Grad-Winkel öffnet. Wir haben hier auch eine Einstiegshilfe und wie schon erwähnt, wenn wir hier unten einmal diese Klappe aufmachen, können wir hier unten eben eine Rampe ausfahren für Rollstuhlfahrer oder eben auch für Kinderwagenfahrer. Hier drinnen gibt es dann auch Arretierösen. Der Zustieg hier kann eben über solide Griffe rechts und links erfolgen. Aber ansonsten, ich kann hier wunderbar gleich mal rein. Und wie man sieht, also ich muss mich zwar ein bisschen bücken, aber mit 1,78 komme ich hier schon sehr, sehr schön rein. Ich setze mich jetzt einfach mal hin. Dann machen wir erst einmal hier so ein bisschen die Tür zu und schon sitze ich hier als Fahrgast in meinem eigenen Taxi quasi. Und wie wir sehen, es sind hier insgesamt übrigens 6 Plätze zur Verfügung. Wir haben hier diese Dreierbank, die auch 2 Isofix-Möglichkeiten bietet, um Kindersitze hier sicher und gut und einfach zu installieren. Das funktioniert auch sehr gut, natürlich, weil wir hier eine entsprechende Höhe, Bauraumhöhe haben, sodass man hier sehr gut mit dem Kindersitz hineinkommt und auch wieder rauskommt. Die Kinder freut es unheimlich, hier drinnen diese Tanzsaal-Atmosphäre zu genießen. Was mir jetzt nicht so gut gefällt, ist zum einen diese sehr harte Kopfstütze hier aus hartem Kunststoff. Also da müsste man meiner Meinung nach schon mal so ein bisschen was nachjustieren. Wir haben hier auch ein Nutzleder, das ist ein Kunstleder, das ist gut gemacht. Ich finde auch ganz cool diese gelben Einsätze, die wir hier drinnen haben. Natürlich solide Haltegriffe gibt es hier für die Mitfahrer hier an den Außenpositionen. Aber es gibt ja nicht nur, wie gesagt, diese Dreierbank, sondern es gibt auch noch 3 ausklappbare Sitze, wie im Flugzeug, die sogenannten Jump Seats oder Flugbegleitersitze. Und die zeige ich euch natürlich jetzt auch einmal. Ja, genau mir gegenüber sind eben dann diese ausklappbaren Sitze, wie wir sehen. Da gibt es 3 Stück von. Ja, und das sind dann schon wirklich Notsitze. Aber ich kann mich hier natürlich dementsprechend hinsetzen, wenn ich das Ding dann beispielsweise runterklappe, weil er gerade nicht benötigt wird. Dann sitze ich hier auch komfortabel. Die Beinfreiheit ist natürlich auch ganz gut. Wenn mir jetzt natürlich jemand Größeres entgegenüber sitzt, dann wird das natürlich ein bisschen unangenehmer. Aber es soll ja auch kein Reisemobil an sich sein, sondern eben ein Taxi. Und damit fährt man ja jetzt nicht ein paar Stunden durch die Gegend. Auch hier wieder, man kann sich gut irgendwo einhalten, entweder in der Tür oder an soliden Griffen. Die Sitzbänke hier oder diese Klappsitze sind angenehm hart gepolstert. Auch hier wieder eine harte Kopfstütze, was ich nicht so schön finde. Aber das hier ist völlig zweckmäßig gestaltet. Ja, während ich euch normalerweise sehr viel über die vordere Sitzposition erklären muss, fällt es heute eher etwas flach, denn hier gibt es nicht so viel zu erklären. Aber wir fangen schon mal an. Den Sitz, den kennen Volvo-Fahrer sehr, sehr gut. Genau da ist er nämlich hergeliehen oder respektive von da kommt er.
Wir haben einen voll elektrisch verstellbaren Sitz, das ist sehr, sehr angenehm, mit Lordosenstütze. Allerdings ist das eine sehr, sehr hohe Wange, das ist ein eher sportlich ausgeformter Sitz und über diese hohe Wange schrammt man dann doch immer beim Einsteigen relativ oft drüber. Deswegen könnte das sehr schnell doch ein bisschen abgewetzt ausschauen. Ansonsten ist das natürlich ein hervorragender Sitz für so einen Taxifahrer. Super bequem, angenehmer Langstreckenkomfort, vor allem auch ausziehbare Schenkelauflage. Da findet jeder auch eine gute Sitzposition. Hinter dem Dreispeichenlenkrad, auch das kennen wir von Volvo, nur nicht mit Vollkunststoffkranz. Denn hier haben wir natürlich kein Lederbezug, das ist halt ein Nutzfahrzeug. Da hat man eben einen Vollkunststoff-Lenkkranz. Finde ich jetzt vielleicht nicht so schön, hätte man meiner Meinung nach auch mit Kunstleder in irgendeiner Form beziehen können. Der Blick fällt auf ein voll digitales Kombi-Instrument, welches aber nicht groß einstellbar ist. Die Geschwindigkeitsanzeige hier mit diesem analog angedeuteten Rundinstrument ist eher nicht so schön ablesbar. Dafür hat man natürlich die Geschwindigkeitsanzeige auch digital. Die Reichweitenanzeige steht sowohl total als auch rein elektrisch vorhanden. Dann haben wir ein zum Fahrer hin orientiertes Multimedia-System. Auch dieses kennen wir von Volvo, allerdings hier in abgespeckter Form. Wir haben kein Apple CarPlay, kein Android Auto hier zur Verfügung. Dafür einen DAB Plus Empfänger, ein Navigationssystem und wir können auch, wenn wir swipen, uns die Fahrmodi hier aufrufen. Die Fahrmodi, die hier bestehen aus Smart, also in täglicher Nutzung. Das bedeutet, er entscheidet selbstständig, wann er den Benziner anwirft und wann er rein elektrisch fährt oder einem reinen EV-Modus oder einem Hold-Modus, beziehungsweise wie nennt sich dieser Modus? Safe-Modus. Das heißt also, da wird dann eben der Strom gespart dafür, bis man eben in eine Umweltzone fährt, wie eben London. Und dann haben wir die Mittelkonsole, ist sehr breit ausgeformt. Hier haben wir ein kleines Ablagefach in der Mitte, den Startknopf in dem Fall, oder Drehregler ist es ja hier. Dann haben wir den Schaltknauf für das Eingang-Reduktionsgetriebe. Wir haben zwei Rekuperationsstufen, 1 und 2. Ein One-Pedal-Drive ergibt sich aber selbst in der höchsten Rekuperationsstufe hier nicht. Was mir sehr gut gefällt, wir haben immer noch analoge Regler fürs Audiosystem und eben fürs Defrosten und Entfrosten der Scheiben jeweils. Und wir haben eine ganz große Besonderheit, ist hier der Schalter für die Gegensprechanlage, die wir hier haben, denn durch diese Kunststoff- oder Plexiglasscheibe, die hier hinten ist, ist das Ganze natürlich gedämmt und man kriegt nicht wirklich viel mit. Man kann das von hinten oder von vorne einschalten und kann dann perfekt mit den Passagieren oder eben mit dem Fahrer jeweils kommunizieren. Kommunizieren tue ich jetzt schon die ganze Zeit mit euch, von außen und von innen, aber ich würde sagen, jetzt steigen wir alle ein und dann nehme ich euch mit auf die Probefahrt hier mit dem LEV CTX bzw. dem London Taxi. Wer mit dem LEV CTX unterwegs ist in Deutschland, also mit dem London Taxi, der wird oftmals angeschaut, bestaunt. Es werden Daumen nach oben gestreckt und das Fahrzeug strahlt unheimliche Sympathie aus, fällt mehr auf als manch prollige Kiste mit lautem Auspuff oder ähnlichem. Also wer auffallen möchte, der muss sich halt einfach mal ein London Taxi kaufen.
Der Fahrbetrieb mit dem London Taxi ist auch äußerst angenehm, ein sehr komfortables Fahrwerk, eine durchaus direkte Lenkung mit einer guten Rückmeldung auf der Straße. Wir haben durch den langen Radstand auch eben wirklich auch auf langen Strecken oder auf Autobahnen einen sehr hohen Komfort. Die Geräuschdämmung, was Windgeräusche und Antrieb angeht, ist gut gelungen. Also ein sehr niedriger Geräuschpegel hier im Innenraum. Die Rekuperation ist okay, aber so wirklich One-Pedal-Drive ist es halt nicht. Meiner Meinung nach könnte da sogar noch eine dritte Stufe eingebaut werden, die entsprechend stärker rekuperiert. Die Leistungen des Elektromotors sind 110 kW bzw. 150 PS und 250 Newtonmeter. Ich sagte vorher 260, aber es sind 250 Newtonmeter. Damit beschleunigt das rund 2,3 Tonnen schwere Taxi in 13,2 Sekunden auf Tempo 100. 128 Stundenkilometer ist die eingetragene elektronisch begrenzte Höchstgeschwindigkeit. Das ist aber auch eher unrelevant, denn das Fahrzeug ist, wie gesagt, für den innerstädtischen Taxibetrieb gedacht und da zieht der Elektromotor dann schon ganz gut voran. Selbst aber jetzt hier auf Landstraßentempo, wir reduzieren mal so auf 80, jetzt drücken wir mal voll drauf, 90, 100, das ist okay. Also ist jetzt natürlich keine Wuchtbrumme, aber ich würde sagen sehr solide. Wir haben ja noch einen Range Extender, wie gesagt, den 1,5 Liter Benzinmotor an Bord, der aber nicht die Antriebsachse antreibt, und das ist nämlich die hintere. Das darf er auch nicht, um nicht als Elektrofahrzeug aus der Kategorie zu fallen. Nein, er stellt lediglich Energie für die Antriebsbatterie zur Verfügung, aus der sich dann der Elektromotor die jeweilige Energie ziehen kann, um das Fahrzeug nach vorne zu beschleunigen. Der Verbrauch liegt in etwa voll elektrisch bei ungefähr 30 bis 35 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Das ist natürlich recht viel. Man darf aber auch nicht vergessen, das Fahrzeug ist nicht windschnittig. Es ist in keiner Weise aerodynamisch wirklich optimiert worden, sondern da geht es um Raumökonomie. Und hier der elektrische Antrieb mit der kleinen Batterie ist natürlich jetzt auch vielleicht nicht der effizienteste, der hier vorhanden ist. Aber das reicht vollkommen aus, denn hier zählt auch viel mehr eben die Ladegeschwindigkeit, und hier mit 22 kW eine kleine Antriebsbatterie mit nutzbaren 24,2 Kilowattstunden wieder zu befüllen, das geht eben ratzfatz. Ebenso ratzfatz wie eben das Laden geht auch das Wenden im London Taxi, und das ist ja auch eines der Zulassungsbedingungen des Fahrzeugs gewesen. Der Wendekreis muss ein bestimmtes Maß, ich meine um die 9 Meter unterschreiten, und das tut das London Taxi mit einem wirklich phänomenalen Wendekreis von 8,45 Meter, und das ist schon Wahnsinn. Das ist wirklich wie auf der Stelle wenden, und das können eigentlich eher nur Fahrzeuge wie ein Smart etwa. Und das ist schon sehr, sehr cool und beeindruckend, wenn man dann in der Stadt einfach mal wenden möchte und denkt, so ein Riesenteil braucht dann schon eher alle nötigen Spuren oder muss mehrfach umgesetzt werden, was aber dann nicht der Fall ist. Und wir setzen jetzt nicht das Fahrzeug um, sondern wechseln zum Fazit. Ja, wer sich chauffieren lassen möchte in einem London Taxi, der muss mindestens 62.795 Euro netto ausgeben oder für unser Schiffchen hier 68.115 Euro netto. Boah, ist eine ganz schöne Stange Geld, wenn man dann auch noch Mehrwertsteuer draufrechnet als Privatperson, dann ist man über 80.000 Euro. Ist es das wert? In meinen Augen jein. Auf alle Fälle, der Kultstatus, der möchte ja auch ein bisschen bezahlt werden. Wir haben hier ein Elektrofahrzeug, sehr geräumig, 6 Personen. Ihr könnt natürlich das Ganze für Uber nutzen oder ähnliches, wenn ihr dann einfach mal so ein Nebengewerbe noch mitmachen möchtet. Familienfahrzeug ist es jetzt bedingt, durch den eher nicht vorhandenen Kofferraum eher weniger in meinen Augen. Der Verbrauch ist relativ hoch, langstreckentauglich ist es jetzt natürlich nur bedingt, weil man soll ja möglichst wenig Benzin benutzen. Das heißt,
In meinen Augen nicht. Aber ich hatte echt so viel Spaß wie eigentlich bei noch keinem Pressewagen. Und das muss man sagen, das muss ich dem LEVC TX hier schon auf alle Fälle hoch anrechnen. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn ja, gebt mir ein Like nach oben. Abonniert diesen Kanal, falls nicht schon getan. Und jetzt schreibt mir eure Meinung zum London Taxi unten in die Kommentarbox. Ich bin sehr gespannt. Lasst uns diskutieren. Vielen Dank fürs Reinklicken. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss und Servus, euer Ubi.